Konflikt zwischen China und Taiwan bricht nicht ab. Staatliche Medien der Kommunistischen Partei bedrohen erneut Taiwan. Die chinesischen Global Times schlagen Alarm und rufen die Armee dazu auf, bereit für eine Auseinandersetzung zu sein. China behauptet, dass die Uiguren, die als Zeugen bei dem Uiguren-Tribunal in London ausgesagt haben, dafür Geld erhalten haben. Das Tribunal wurde auf Bestreben des Uigurischen Weltkongresses in London organisiert, um zu untersuchen, ob es sich um einen Genozid an den Uiguren handelt. In der Region Jammu und Kaschmir ist es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Dabei starben insgesamt 8 Personen, davon 2 Zivilisten. In der letzten Woche wurden über 1000 Verdächtige festgenommen, die verdächtigt werden, sich an Schießereien beteiligt zu haben. Wie wir mit dem Aufstieg Chinas als wirtschaftlicher, politischer und militärischer Macht umgehen, das hängt ganz entschieden davon ab, ob Europa auch wirklich mit einer Stimme spricht, sagte Merkel in Spanien. In der Region Almaty in Kasachstan ist ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 182 beim Versuch abzuheben abgestürzt. Dabei gab es keine Toten oder Verletzten. In Baden-Württemberg sind derweil 3 Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Die venezolanische Regierung hat den Dialog mit der Opposition abgebrochen, nachdem ein kolumbianischer Geschäftsmann an die USA ausgeliefert worden war. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der dem Machthaber Nicolas Maduro nahestehenden Alex Saab von den Kapverdischen Inseln in die Vereinigten Staaten abgeschoben worden war. In Indien hat eine 70-Jährige ihr erstes Baby geboren. Selbst die Ärzte hielten dies nicht für möglich, trotzdem wurde der Traum der Mutter wahr. Frau Rabari ist seit 45 Jahren verheiratet und kam nie in den Genuss der Mutterschaft, bis ihr Traum erfüllt wurde.